Heute verrate ich dir das Geheimnis, warum du immer den gleichen Typ Mann in dein Leben ziehst. Oder warum du immer die Männer in dein Leben ziehst, die sich nicht auf dich einlassen bzw. keine Beziehung mit dir wollen. Was du heute von mir bekommst, wird dir viel erklären, weil du eine komplett andere Perspektive auf dich selbst bekommst, darauf, welchen Einfluss du auf dich selbst hast, und du wirst dadurch auch viel attraktiver wirken, weil du verstehen wirst, wer du wirklich bist. Hallo meine Liebe, Roland Demian hier, dein Coach. Wenn du liebend gern den richtigen Partner in dein Leben ziehen willst, aber aus irgendwelchen Gründen will es einfach nicht klappen. Und jetzt willst du in deine Stärke kommen, du willst zu deinem besten Selbst werden, indem du deine inneren Blockaden und Bremsen auflöst und emotional stabil wirst, um einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen, damit ihr beide eine glückliche und erfüllte Beziehung führt. Hier ist ein wichtiger Hinweis für dich. Das, was wir heute hier besprechen, sind keine oberflächlichen Tipps und Tricks und was du einem Mann sagen oder schreiben sollst, sondern wir gehen heute hier in die Tiefe, damit du erfährst, was die tatsächliche Ursache dafür ist, dass es bei dir mit den Männern nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Darum bitte ich dich um deine volle Aufmerksamkeit. Wenn du immer die Männer in dein Leben ziehst, die anfangs an dir Interesse haben und dann das Interesse an dir verlieren, oder die sich nicht auf dich einlassen wollen und dich einfach nur hinhalten, oder anders ausgedrückt, wenn du nicht das in der Liebe bekommst, was du dir wünschst, dann darf dir eine Sache klar werden. Wir bekommen im Leben nicht das, was wir wollen, sondern immer das, von dem wir glauben, dass wir es verdienen. Wenn du beispielsweise tief in dir glaubst, ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert, dann wirst du genau die Menschen in dein Leben ziehen, die dir genau das widerspiegeln. Diese Menschen werden zu deiner selbsterfüllenden Prophezeiung. Sie spiegeln dir auch deine unbewussten Glaubenssätze wider. Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich muss immer um Liebe kämpfen. Oder auch Glaubenssätze wie, ich ziehe nur Narzissten an. Oder ich ziehe immer nur die Männer an, die mich ausnutzen. Was du hier verstehen darfst, ist, die Energie, die du ausstrahlst, bekommst du von außen als Reflexion wiedergespiegelt. Und die Frage, die sich nun stellt, lautet, welche Männer ziehst du in dein Leben und warum genau diese Männer? Du darfst dir das wie folgt vorstellen. In unserer Kindheit entsteht in uns das Bild unseres idealen Partners mit seinen guten und mit seinen negativen Seiten. Als Vorlage für dieses Bild dienen unsere Eltern bzw. unsere Erziehungsberechtigten. Basierend auf der Energie, die unsere Eltern und Erziehungsberechtigten ausstrahlen, übernehmen wir diese Energie, die positive sowie die negative, und projizieren sie nach außen. Dadurch ziehen wir genau diesen Partner an, der zu dieser Energie passt. Du bekommst also den Mann, der dich im positiven sowie im negativen Sinne antriggert. Das heißt, in dir gewisse Gefühle auslöst. Wenn ein Mann in dir positive und negative Gefühle auslöst, die du seit deiner Kindheit von deinen Eltern kennst, dann wirst du eine Anziehung zu diesem Mann spüren. Hier ein Beispiel zur Verdeutlichung. Angenommen, du hast schon in deiner Kindheit gelernt, ich muss um Liebe kämpfen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du genau die Männer in dein Leben ziehst, die dich um ihre Liebe kämpfen lassen. Auch wenn sich diese Männer als sehr liebevoll am Anfang gezeigt haben. Oder angenommen, du hattest Eltern, die dich in deiner Entwicklung eingeschränkt oder eingeengt haben. Und irgendwann mal, in einem gewissen Alter, hast du das Elternhaus verlassen, hast gedacht, jetzt bin ich frei. Aber so ganz richtig war das nicht, weil dann hast du meist Männer angezogen, die dich ebenfalls eingeschränkt oder kontrolliert haben. Wie du siehst, durchlebst du die gleichen oder sehr ähnliche Dynamiken wie in deiner Kindheit. Aber warum ist das so? Ganz einfach, weil es sich für dein Unterbewusstsein vertraut anfühlt. Bevor du dich bewusst dafür entscheidest, dass du dich zu einem Mann hingezogen fühlst, hat dein Unterbewusstsein davor schon entschieden, dass eine Anziehung zu diesem Mann besteht. Anders ausgedrückt, dein Unterbewusstsein entscheidet, zu wem du dich hingezogen fühlst und zu wem nicht. Wenn du dich genau zu den Männern hingezogen fühlst, die du willst, aber die dich nicht wollen, dann entsteht oft so eine Katz-und-Maus-Dynamik, die wahrscheinlich etwas mit deiner Kindheit zu tun hat. Möglicherweise wurdest du in deiner Kindheit emotional oder körperlich abgelehnt. Und jetzt ziehst du genau die Männer in dein Leben, die emotional nicht verfügbar sind oder die Angst haben, sich zu binden. Und genau das ist es, was sich für dein Unterbewusstsein
vertraut anfühlt. Darum fühlst du dich genau zu diesen Männern hingezogen. Was kannst du nun tun, wenn du dich in dem wiederfindest, was ich hier aufgezählt habe? Zuerst sage ich dir, was du auf gar keinen Fall tun solltest. Es geht hier nicht darum, deine Eltern zu verurteilen oder ihnen für irgendetwas die Schuld zu geben. Denn auch sie haben nur so gut gehandelt, wie sie konnten. Jeder Mensch handelt immer nur mit den Werkzeugen, die er hat. Also ist die Schuldzuweisung und die Verurteilung keine Option. Was du hingegen tun kannst, ist, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und ich sage hier extra die Verantwortung und nicht die Schuld. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und der erste Schritt, um dieses Thema zu heilen, ist, dir deiner Muster bewusst zu werden. Denn erst dann, wenn du dir dieser Muster bewusst wirst, wirst du in der Lage sein, dein Leben zu verändern. Im nächsten Schritt ist es sehr wichtig, deinen Ex-Partnern und deinen Eltern zu verzeihen. Denn wenn du nicht verzeihst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in dieser Schleife stecken bleibst und immer den gleichen Typ Mann in dein Leben ziehst und deine Muster immer wieder durchlebst. Und all diese Männer, die du bisher in dein Leben gezogen hast, hatten einen Sinn. Die hast du darum in dein Leben gezogen, um aufzuwachen und deine Muster zu erkennen und deine Kindheit zu heilen. Alles, was im Leben passiert, hat einen Sinn. Nichts ist sinnlos. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dich verletzlich zu zeigen und auszudrücken, was du fühlst und auch dazu zu stehen. Die meisten Menschen haben Angst, sich verletzlich zu zeigen, weil sie befürchten, verlassen oder abgelehnt zu werden. Ein weiterer Grund ist, warum du immer auf die Männer triffst, die sich nicht auf dich einlassen, ist, weil du dich wahrscheinlich selbst nicht auf dich eingelassen hast. Wie meine ich das? Du hast dich nicht darauf eingelassen, dich sicher in dir selbst zu fühlen. Oder du hast dich nicht darauf eingelassen, zu glauben, dass du gut und wertvoll genug bist, dass sich ein Mann für dich entscheidet. Darum triffst du genau immer auf die Männer, die sich nicht für dich entscheiden. Genau das gibt dir die Gelegenheit, dir deine Muster anzusehen und eine neue Entscheidung zu treffen. Wer bist du? Was hast du verdient? Und so weiter. Schau dir an, was du schon lange in dir verdrängst und was an die Oberfläche kommen will. Vielleicht wurdest du so erzogen, dass du immer brav und anständig sein sollst. Dann sei es mal nicht und mach die Dinge, die du schon immer tun wolltest. Oder du kannst vielleicht keine Grenzen setzen. Dann fang mit kleinen Dingen an, setze Grenzen und halte diese auch ein. Wenn du bei all dem meine Unterstützung benötigst, dann lade ich dich herzlich ein, dass wir am besten per Zoom miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, wie ich dich in deiner aktuellen Situation unterstützen kann. Willst du zu der Frau werden, die einen Partner auf Augenhöhe in ihr Leben zieht? Wenn ja, dann geh jetzt auf roland-demian.de oder klicke auf die Infobox hier oben und melde dich für das kostenfreie Erstgespräch an. Ich freue mich auf dich. Hinterlasse mir gerne auch einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und sage bis zum nächsten Video. Alles Liebe, dein Roland.